Ist es schon Mode geworden, die Zusammenarbeit über Insta-Kommentare zu beenden? Dies ist Jasmin-Poesie mit MTV Germany passiert. Jasmin kennt ihr sicherlich noch von dem Video, in dem sie Shirin David Ghostwriter Vorwürfe machte. Zu der aktuellen Phase im Nahostkonflikt hatte sich Jasmin geäußert. MTV Germany stufte ihre Position als antisemitisch ein und kündigte die Zusammenarbeit mit Jasmin durch einen Instagram-Kommentar. Jasmin reagierte mit einem Statement und zog MTV Germany sogar einige ihrer Bildrechte. Mein Name ist Jasmin und das ist eine weitere Folge von What You Know About That. What You Know About That. Hier das gesamte Statement von Jasmin Poesie. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben und meinen Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Was geht ab? Mein Name ist Jasmin Poesie, ihr kennt mich. Ich bin die Frau, die ihre Hijabs so bindet wie eine Frisur, damit meine Hater auch was zu tun haben, denn sie sind leider arbeitslos. Ich habe ein Anliegen, ich möchte ein Statement machen. Dafür habe ich mir diese Aloe Vera Pflanze ausgesucht, denn sie hat hier vorne so einen toten Teil und der ist genauso tot wie die Einschaltquoten von MTV seit ungefähr 10 Jahren. Und MTV hat plötzlich die Zusammenarbeit mit mir beendet. Nicht per Mail, nicht per Telefon, sondern per Insta-Kommentare, was ein heftiger Bitch-Move ist. Das haben sie gemacht, weil ich etwas Falsches gesagt haben soll. Ich habe jetzt mal geguckt, was das sein könnte. Hier. Soll gesagt haben, die palästinensischen Opfer der israelischen Regierung seien mit den jüdischen Opfern des Holocaustes gleichzusetzen. Warte, Moment, das war ich nicht. Das war Erich Fried, ein Jude, politischer Lyriker, der mit 17 Jahren aus dem faschistischen Deutschland geflohen ist. Warte, ich suche mal kurz, was von mir war. Ein Moment. Hallo, ich hab's. Ich soll gesagt haben, Israels Annexion, also ihre Siedlungspolitik, im palästinensischen Autonomiegebiet verstößt gegen das Völkerrecht. Hä, warte, das war ich auch nicht. Hier steht, das hat die UN gesagt. Die UN besteht aus 193 Staaten, die dafür zuständig sind, dass international Frieden und Sicherheit herrscht und Menschenrechte eingehalten werden. Wenn ich das auch nicht gesagt habe, was habe ich denn dann? Hier, jetzt, sorry, my bad, I got it, ich hab's jetzt. Ich habe gesagt wohl, die Zionisten haben in der Tat gut gelernt von den Nazis. Nee, warte, hier steht, das hat Norman Finkelstein gesagt. Falls ihr diesen Mann nicht kennt, seine Eltern sind Holocaust-Überlebende, die aus Polen stammen, nach Amerika geflüchtet sind, Gott sei Dank es geschafft haben, den Nazis zu entkommen. Und dieser Mann ist einer der größten Kritiker der israelischen Politik. Aber warte mal ganz kurz, was ist denn jetzt mit MTV? Warum wollen die denn nicht mehr mit mir arbeiten? Wisst ihr, was ich gesagt habe? Ich blende es euch jetzt ein. Man gehört. Und weil Itidal nicht finanziert wird von irgendwelchen Zionisten, die einfach nur, keine Ahnung, Medienmacher sind und einfach nur Batzen Geld haben, sondern... Ihr habt's gehört, ich habe lediglich gesagt, mein geschätzter Kollege Tariq Baye, der Journalist ist, macht keine von Zionisten finanzierten Medien, wie ein Großteil des Landes, sondern arbeitet sehr sauber und nicht schlampig. Und das hat MTV sehr getriggert. Aber diese Information stammt doch gar nicht von mir. Ich habe diese Info von Matthias Döpfner. Das ist der Vorstandsvorsitzende des Axel Springer Verlags. Wir hören. Ich bin ein nicht-jüdischer Zionist und halte das für gar keine besonders auffällige oder bemerkenswerte Feststellung. Warum? Ich möchte auch noch mal ganz klar sagen, das Ganze hat nichts mit Juana Lima und mit Madlena Moka zu tun. Die beiden, die mit mir diese What You Know About That Folgen gedreht haben, sind wunderbare Menschen. Ich küsse eure Herzen, ihr könnt nichts dafür, ich weiß das. Ihr habt damit nichts zu tun. Aber wer damit was zu tun hat, sind Klaas Paletta und Giovanni Samai, wie ihr in dieser E-Mail seht. Die beiden Jungs von MTV haben leider ein IQ scheinbar unterhalb ihres Körpergewichtes. Deshalb erkläre ich euch kurz den Unterschied zwischen Antisemitismus und Zionismus. Antisemitismus ist Judenhass. Das ist strafbar in Deutschland. Wann in meinem Leben habe ich gegen Juden gehetzt? Wenn ihr ein Beispiel habt, bringt es herbei. Zionismus hingegen ist eine politische Ideologie, zu der, wie ihr gerade gesehen habt, auch Nicht-Juden gehören. Fun Fact, orthodoxe Juden distanzieren sich, soweit es nur geht, vom Zionismus. It's because they don't want Judaism, they want nationalism, they hate God, they hate the religion. Your nation that lives in Israel, which is your family. You can't make a pig kosher. You can't make that steak kosher. Speaking against Israel has nothing to do with anti-Semitism.
müsste wieder vor. Darf ich nicht die Regierung eines jeden Landes dieser Welt kritisieren? Wo ist meine Meinungsfreiheit? Wo ist meine Meinungsfreiheit? Wenn ich den Staat Israel kritisiere, genauso wie der UN, der sagt, dass Israel gegen Völkerrecht verstoßt mit seiner Siedlungspolitik, warum darf ich das nicht sagen? Weil ich ein Kopftuch trage und aus dem Nahen Osten komme? Dichtet ihr mir gleich Antisemitismus an? Ich fühle mich rassistisch behandelt von euch, ohne Spaß. Es regt mich so auf. Nur weil ich ein Kopftuch trage, kann ich nicht neutral sein? Ihr redet genau den gleichen Bullshit wie der Staat, der uns keine Jobs gibt, weil wir Kopftücher tragen, der uns nicht Ärztinnen sein lässt, der uns nicht Politikerinnen sein lässt, der uns nicht Richterinnen sein lässt, weil wir ein Kopftuch tragen. Können wir nicht neutral sein? Nur weil ich mich einsetze für ein unterdrücktes Volk. Ich würde jetzt gerne von Klaas Paletta und von Giovanni Samai und von MTV Germany wissen, ist der UN jetzt auch antisemitisch? Und die Juden, die wir gerade gesehen haben, sind die auch antisemitisch? Speaking against Israel has nothing to do with antisemitism. Alles Judenhasser? Ich erwarte ein Statement, und zwar schnell. Ihr habt ja wohl den Arsch offen, dass ihr mir Antisemitismus unterstellt, ohne irgendwelche Beweise zu haben. Obwohl, ihr meintet, ihr habt Beweise. Ihr meintet, ihr habt belastende Links. Und die gucken wir uns jetzt mal genauer an. Vor allem den zweiten Link, der ist von der Jungen Freiheit. Die Junge Freiheit, wie soll ich es sagen, ist ein Medium, was von Politikwissenschaftlern als Sprachrohr der neuen Rechten gesehen wird. Das heißt, MTV nennt mich eine Antisemitin und beruft sich unter anderem auf die Junge Freiheit. MTV Germany, ihr wollt mit mir nicht zusammenarbeiten? Ich will mit euch nicht zusammenarbeiten. Mein Manager, meine Leute, mein Team, wir wollen mit euch nicht zusammenarbeiten. Alright, nochmal, das Ganze hat nichts mit Juana Lima zu tun, nichts mit Madlena Mocha, mit dem ganzen Team von What You Know About That. Die Mädels sind zuckersüß, die haben sich bei mir entschuldigt, obwohl sie das gar nicht mussten, weil es ihnen einfach leid tat, wie ekelhaft und respektlos das Ganze gelaufen ist. War wohl ein Schuss in den Ofen. Und MTV, ich möchte euch an dieser Stelle sagen, die Folge, die ich jetzt am 8.5. aufgenommen habe, ich entziehe euch hiermit die Erlaubnis, und respektlos das Ganze gelaufen ist, war wohl ein Schuss in den Ofen. Und MTV, ich möchte euch an dieser Stelle sagen, die Folge, die ich jetzt am 8.5. aufgenommen habe, ich entziehe euch hiermit die Erlaubnis, ich entziehe euch die Erlaubnis an meinem Bild und an meinem Tonmaterial, weil ich es nicht einsehe, mit Menschen zusammenzuarbeiten und eure Reichweite diverse zu machen, während ihr mir Antisemitismus unterstellt und bei mir Rufmord macht. Und ich fordere, dass ihr die letzte Folge von What You Know About That mit mir zur Polizeikritik, dass ihr diese Folge offline nehmt, und dafür gebe ich euch eine Woche Zeit. Alright, und jetzt noch eine kurze Geschichtsstunde für alle Leute, die wirklich nicht die hellste Kerze auf der Torte sind und keine Ahnung vom Nahostkonflikt haben. Ich erkläre es euch kurz und knapp. In dem Land, wo gerade der Konflikt zwischen Israel und Palästina stattfindet, hat vor 1948, wo Israel erst gegründet wurde, hat dort 600 Jahre Palästina existiert. Vor den Palästinensern waren es Hebräer, die dort gelebt haben. Mit der Verbreitung des Islams waren es auch Araber. Das Land wurde Palästina genannt. Da haben 600 Jahre Menschen friedlich nebeneinander gelebt. Palästinenser heißt nicht automatisch Muslime. Heutzutage leben in Palästina Juden, Christen und Muslime. Ja? Es gibt diese drei Religionsgruppen seit Jahrhunderten bis heute. Sie haben aber friedlich nebeneinander gelebt. Fragt alle eure palästinensischen Freunde und deren Großeltern, wie sie damals gelebt haben in Palästina. Meine Freunde, ihre Großeltern, haben die Kinder zu den jüdischen Nachbarn gebracht, wenn sie mal was erledigen mussten, und genauso andersrum. Warum eskaliert die Lage seit 73 Jahren immer und immer wieder? Tja, das Osmanische Reich ist gefallen und die Briten haben Palästina kolonialisiert, unter Elisabeth I. Diese Frau hat unter anderem auch die Hälfte der Welt kolonialisiert. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Großbritannien. Sie ist die Mutter von der Queen, die wir heute kennen. Diese Frau hat 1948 das Land Palästina, was ihre Kolonie war, einfach den Juden aus Europa und Amerika zugesprochen als Staatsgebiet. Das meint die UN. Das ist völkerrechtswidrig. Man kann nicht einfach gewaltvoll ein Land seines Gebietes berauben und dort einen neuen Staat gründen. Das funktioniert so nicht. Der 15.05.1948 heißt An-Nakba Day. Dieser Tag in An-Nakba übersetzt heißt die Katastrophe. An diesem Tag wurden 700.000 bis 800.000 Palästinenser ihrer Heimat beraubt. 700.000 bis 800.000. Diese Menschen sind nicht ins Ausland gegangen zum Arbeiten, sie sind geflohen, weil sie dort nicht mehr sicher waren. Die Frauen wurden vergewaltigt, die Kinder wurden ermordet, die Männer wurden ermordet. Es gab nichts Grausames, was dort nicht passiert ist. Also wer Frieden will, muss jedem sein Recht geben. No justice, no peace. Wir kennen es von Black Lives Matter and we stick to that. In Solidarität mit den Palästinensern und allen unterdrückten Völkern auf dieser Welt. Und Boykott MTV für den Bitch-Move. Eigentlich müsste ich MTV das ganze Gelaber in Rechnung stellen, ne? Ja, scheiß drauf.
Oh.